Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Eine Kleinigkeit wollte ich mal eben gucken. Nee, das ist derselbe und das sind die Parts. Das bringt mir also nichts. So was wie eine SMG kriege ich also noch nicht zusammen. Schade drum. Und damit auch kein SMG Turret, wobei ich eigentlich kein Turret mehr möchte. Die zwei Turrets, die ich da habe, die reichen mir eigentlich vollkommen aus. Müssen wir gucken. Ich hätte gerne Magnum. Muss ich gar nicht sagen. Ich hätte gerne Magnum. Also es ist Fakt, dass ich eine Magnum haben möchte. Aber wir kriegen sie halt nicht. Ich weiß aber, dass ich hier eine Shotgun habe. Wobei das ist 600 Stock drin. Das brauchen wir also auch nicht. Aber den kann ich bestimmt für die Pistole oben nutzen. Wobei, wie oft nutze ich die? Ach ja, Leute, schwierig heute, schwierig. Das ist ausgebrannt, das ist ausgebrannt. Machen wir es mal 7 Minuten an. Schmilzt das Glas noch weg. So, ich stelle mir noch mal eben neue Wood Frames her. Ja, 50, nicht 5. Ja, die laufen durch. Dann haben wir das. Das ist auch erledigt. Die Challenges soll ich mitnehmen. Den Orgel nehme ich mit. Ja, das ist platztechnisch gerade wieder beschissen, ne? Aber ist halt so. Was ich hier unten nicht benötige, ist die Schaufel. Ich glaube, die Schaufel brauche ich auch gerade gar nicht. Dann würde ich die nämlich hier lassen. Ich habe keinen Schatz mehr offen. Nein. Alles erledigt. Das bedeutet, wir haben dann den Platz zumindest wieder frei. Ich habe hier noch Painkiller. 3 Stück, die schmeiße ich damit rein. 4 Bandagen reicht mir. Nehme mir noch einmal Blut ab für so ein First Aid Kit. Zwei Bandagen habe ich hier noch. Und dann Duct Tape. Das direkt hinterher. Passt das zeitlich? Jo, das könnte hinhauen. Perfekt. So, Klebstoff kommt schon mal da rein. Denn sonst noch irgendwas am Mann jetzt? Nein. Der ist nachgeladen, glaube ich. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ich nehme noch mal 128 Gas mit fürs Minibike. Das kommt noch mal da rein. Ist nicht viel. 128, aber mir soll es so reichen. Wo habe ich es denn jetzt her? Da oben her, ne? Ja. Ich überlege gerade, ob wir ein bisschen Sprit herstellen sollen, aber ich glaube. Ne. Das geht so. Das geht so. Okay, dann haben wir das. Gut, dann flitzen wir raus. Und auf geht's. Wir brauchen Level. Also Level Up. Und Challenges und so wäre toll. Ah, okay. Kann ich mir sparen? Ist schon 4 Uhr. Ist denn hier irgendwas, was jetzt gerade mal interessant wäre für mich? Sekunde. Tauschen wir das mal aus. Ne, ich wollte es eigentlich so stacken. Den haben wir nehmen wir noch mit. Und dann. Ja, ich könnte das Barrel hier austauschen. Wäre eine gute Idee. Hier habe ich aber eigentlich auch noch mehr als genug Zeug. Ja, man weiß nie. Sicher ist sicher. Ne, die bringen nur 140 das Stück. Also das lohnt sich dann wiederum nicht, die Dinger zu verticken. Das wären 140, 70 wäre es, also pro Stück.
Und dafür, dass ich die Dinger so mühselig aus diesem Concrete Mix herstelle, ne. Ne, die verkaufen wir nicht. Ich habe sicherlich irgendwas vergessen. Sollte ich irgendwas vergessen haben, was sich nochmal gut verkaufen lässt, immer her damit. Aber bedenkt, es muss den Aufwand wert sein. Wenn es aus Holz gemacht werden kann, besser. Immer besser. Hallo Erfahrungspunkte. Ne? Schön, so ein reparierter. Ist das Spiel ein bisschen laut geworden? Keine Ahnung. So ein reparierter Klapp ist echt toll. Wieso laufe ich denn? Leute. Mal ganz ehrlich, ich habe den Minibike da vorne stehen. Junge. Na, da waren wir schon dran. Einfach mal geguckt haben muss man ja, ne? Aber ich wollte eigentlich auch was anderes gerade. Ich wollte nämlich hier mal eben so ein bisschen zumindest die Schäden beseitigen. Guck mal, selbst das Ding ist ein bisschen angeschlagen. Ja, es macht nichts. Ah, die Lampen auch. Na, es geht noch. Es ist alles so, ich glaube, kann sein, dass hier irgendwas explodiert ist. Hier ist. Oh, noch gar nicht verkleidet gewesen. Habe ich das vergessen gehabt vorher? Ja, natürlich nicht so toll. Ah, Stacheldraht ist so gut wie im A. Ah, hier ist er. Oh, guck mal. Ja, okay. Stacheldraht muss ich neu setzen, Leute. Hat sich ja trotzdem noch gelohnt. Das ist okay. Die muss ich auch noch verkleiden. Die habe ich mich total vergessen. Auch ist das jetzt dein Ernst, Junge? Friere doch nicht die ganze Zeit hier. Da. Oh, da ist ein bisschen mehr. Gar nicht viel. Die Hedge ist auch ein bisschen angeschlagen. Da. Ja, es sind so Kleinigkeiten nur. Eigentlich nicht viel. Wahrscheinlich habe ich da dagegen geschossen. Das wird es wahrscheinlich auch sein, dass ich dagegen geschossen habe. Ich bin jetzt auch nicht der beste Schütze. Hier diese Bodenplatten. Ah, das sieht aber noch gut aus. Ich hätte es gelacht, wenn es hier nur unter Strom gestanden hätte. Dann hätten ja auch die Lampen leuchten müssen. Okay, ein bisschen Stahl könnte man investieren, wobei ich glaube, muss noch gar nicht gemacht werden. Hier. Da war doch gerade. Was? Und das jetzt hier für eine Welle? Na, ich will es gar nicht wissen. Oh. Guck mal, ein Besucher. Hallo. Na, Sehr schön. Dass sie allerdings dabei haben, ist echt sehr interessant. Ja, ich lasse die Leichen gerade mal liegen. So, den Sprit. Den könnte ich eigentlich auch direkt investieren. Nein, ich lasse ihn. Ich lasse ihn. So, repariert ist erstmal das, was ich reparieren wollte, zumindest. So ein bisschen zumindest, dass ich das den Anschein quasi, ne, gewahrt habe, gesagt habe, ja, ich repariere jetzt hier sofort, instant, ein bisschen was und dann gehe ich. Und tue, als ob ich jetzt irgendwas anderes mache. Hacke Holz oder sowas. Nee. Autos. Da hätten wir noch ein Auto. Das dürfte auch ein Auto sein. Könnte sowieso mal in diese Richtung da vorne. Ist das richtig? Nein.
Straße bleiben. Vielleicht bringt mir auch nicht wirklich viel, ne? Gerade würde ich sagen, wir können noch ein paar Autos zerlegen. Jetzt müsste ich aber erstmal welche finden. Höhö. Hallo. Finde ich gut, was ihr alles nicht dabei habt. Ah, wisst ihr, was wir machen? Ich hab's die ganze Zeit gesagt. Komm, 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 komm. Ja, fein. Läuft gut bis jetzt, würde ich sagen. Wo ist er denn? Ach, hier. Hier tuschelt sie rum. Na endlich mal! Ist doch nicht wahr! Schon gedacht, irgendwas ist kaputt. Die ganzen Reifen hier. Schade drum. Den Reifen hier. Ah, hier sind zwei Reifen. Cool. Na, nix. Ah, da war einer bei. Wow, die haben sich ja echt gelohnt. Naja, wenigstens haben wir die Straße vom Ballast befreit, ne? Mehr oder weniger. So, gerade war hier nichts drin. Jetzt gehe ich hier rein und es ist nichts drin. Das ist okay. Wenn sich das hält, der Status, dass hier weiterhin nichts drin bleibt, dann ist das okay. Da oben konnte auch jemand drauf sitzen. Ja, hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, diese Ecke hier. Ja. Den habe ich ganz übersehen, den Kriecher. Da bin ich fast wieder reingerannt, blind. Okay, da. Rotreifen. Ja, natürlich, Junge. Gibt natürlich nichts. Wenn man diese Dinger hier übrigens abbaut mit der Branch, dann gibt das nochmal Scraps Plastic. Nur so zur Info für euch. Falls ihr das noch nicht wusstet. Sprungfeder. Ich wusste es doch. Geile Sache. Habe ich eh schon Scrap Plastic am Mann? Nein, aber ich habe Cutten am Mann. Dann machen wir daraus auch mal Stoff gerade. Komm, bauen wir die auch ab. Ich habe ja Ludwig von aus. Können wir zumindest das Scrap so ein bisschen mitnehmen. Die Machete packe ich erstmal weg. Gucken, was der so bringt hier. 14 Metall, das ist nicht viel. Lohnt sich eigentlich nicht. Huch. Wo kommst du denn her, mein Freund? Das ist Wanderhorde. Nein. Ne? Du bist keine Wanderhorde. Gut, neue Schuhe zum Verticken. Ich schmeiß das mal hier rein. Die schmeißen wir auch da rein. Den, doch, den verticken wir auch. Weißt du was? Das machen wir. Reparieren. Und verkaufen. Ein Döschen. Das trinke ich jetzt schon mal. Dann ist das weg. So, dann haben wir hier die Parts. Ja, und dann sollte das eigentlich gehen. So, hier haben wir noch mal irgendwo so aus dem Friedhof. Da vorne ist irgendwas. Müssen wir aufmachen. Ist mal hier vorne rechts. Bleiben wir mal hier so. Und dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Für die Horde habe ich ja eigentlich jetzt alles fertig, oder? Was meint ihr? Müsste eigentlich alles durch sein, ne? Horde technisch. Horden technisch. Eigentlich so. Müsste die AK vielleicht noch reparieren, aber ja, ich will sie eigentlich noch nicht reparieren. Da bin ich mir noch unschlüssig. Papier ist immer gut.
Da bin ich mir noch unschlüssig, was es angeht. Och, Junge. Dieses Gestrüpp hier geht mir ein bisschen auf den Sack. Hallo. Die nehmen natürlich mit. Müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Das ist echt ein bisschen laut geworden, glaube ich. Zumindest auf meinen Ohren ist es verdammt laut geworden. Da müsste es für euch auch etwas lauter sein. Müsst ihr mir mal sagen, ob es unerträglich ist. Gerade wenn ich die Lampen und sowas abbaue. Eigentlich habe ich nichts geändert. Oder wartet mal ganz kurz. Hat er das hier auf der... Nein, das ist eigentlich in Ordnung. Also eigentlich müsste es in Ordnung sein. Für uns. Also für euch wie für mich. Ich habe es zwar etwas lauter gedreht letztens. Aber... Das ist ja jetzt nicht das Problem. Hier, seht, passt nur auf. Wow. Nur zwei. Tolles Beispiel. Hier, passt mal auf. Hier, guck mal. Ich mache nichts mehr. Ich sag auch nichts mehr in Zukunft. Wenn... Oh, schön. Wenn irgendwie nochmal irgendein Tipp von mir kommt, dann... Ich sag nichts mehr. Nee, also... Ich sag dir mal, die Dinger bringen 5, ne? Von diesen Teilen. Man sieht ja, wie viele sie bringen. Das ist noch so ein Ding. Komm jetzt. Ah, guck, die bringen 5. Oder beziehungsweise bis zu 5. Bringen die Rohre nicht eigentlich auch irgendwas? Mal gucken hier. Ja, auch die würden was bringen. Aber ich glaube, die bringen nur diese Elektronik. Ja. Das ist jetzt nicht nichts Gemischtes, ne? Nichts Halbes, nichts Ganzes irgendwo. Ist hier noch eine Lampe? Ja. Ich glaube, die Lampe bringt auch nicht. Die bringt auch nur diese Parts, ne? Kannst du besser die Rohre abbauen, ne? Ja, eigentlich könntest du besser diese Rohre abbauen. Duct Tape. Duct Tape ist auch immer gut. Gehen wir mal nach oben. Na, ja, es ist nur Scrap, das ist kein Messing. Oh, hier ist eine Kiste. Was hält man das denn? Ist mir ja komplett neu. Okay, hier oben kannst du einiges machen, sehe ich gerade. Ich fange mit dem Bett an. Das bringt zumindest wieder Sprungfedern und Rohre und Scrap. Noch mehr Sprungfeder. Dieser Typ braucht mehr Sprungfedern, hatte ich ja schon gesagt. Das ist gut. Dadurch, dass es nur ein Schlag ist, ist das für mich jetzt nicht das große Problem. Hm, ein Ofen. Ah, der bringt wenigstens auch ein paar Teile. Nein. Nee, da wollte ich hin. Parts und so, ne? Kohle. Hm. Und das war's. Mehr ist wirklich nicht zu holen in diesem Haus. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber... Hier geht gerade meine Horde vorbei. Wieder mal erfolgreich um eine Wanderhorde gedrückt. Und ja, ihr habt vollkommen recht, hier. Kühlschrank und so. Wahrscheinlich kam die Wanderhorde nur deshalb, damit ich den Kühlschrank und den Ofen noch mitnehme hier.
Sonst wäre ich nämlich eigentlich direkt rausgerannt. Ich kann nur hier mitnehmen hier. Ja, der muss hier echt vorbeigesaust sein gerade, die Wanderhorde. So, was haben wir denn jetzt noch hier drin? Ich könnte auf jeden Fall die Munition und das Wäffchen da reinpacken. Ich bezweifle auch gerade, dass ich Kohle finde. Das könnte man alles mal finden. Dementsprechend, wir gehen aber erstmal hier drüben rein. Ich denke immer, dass diese Lampe hier oben, ja, dass die das Licht macht, diesen Scheinwerfer, den ich, den hier. Es sieht für mich immer so aus, ey. Ja, es ist jetzt egal. Einfach verkackt gerade. Einfach verkackt. Ich lasse die Rohre an der Wand jetzt auch Rohre sein. Die will ich jetzt auch gar nicht mitnehmen. Was ich mitnehmen könnte, wären die Tische hier. Für ein bisschen Scrap Metal. Die Reifen will ich auf jeden Fall auch mitnehmen hier. Schade drum. Hier liegt eine Leiche. Das ist schön. Painkiller, immer gut. Wahrscheinlich ist die Leiche am Baum gestorben gerade oder so. Und ich weiß auch nicht, warum ich gerade diese kleinen Bäume bekacke. Frag mich nicht. Woran seid ihr denn alle verändert hier? Leute? War hier eine Epidemie oder was? Oh, noch ein paar Crossbow Balls oben drauf. Ach, jetzt echt, Junge. Ja, Papier. Schiss. Das war ein Kaninchen. Ich habe gedacht, ich hätte da vorne jetzt noch einen Huhn gesehen. Das wäre natürlich geil geworden. Da jetzt noch einen Huhn zu finden, aber nein, es war kein Huhn. Wo wollte ich als nächstes rein? Ich glaube hier, ne? Habe ich gesagt. Die scrappen wir jetzt einfach mal. Ja. Autoreifen. Nö. Golden Rod Seed, mir ist gerade kein Bock drauf. Leute, echt nicht. Keine Autoreifen. Sonst auch nichts Besonderes. Mehr lohnt sich jetzt nicht wirklich, ne? Okay, dann gehen wir mal in das Haus. Waren wir schon? Gehen wir mal in das Haus da vorne, beziehungsweise gucken wir mal da vorne gleich mal rein. Ich packe jetzt noch mal ganz kurz hier zwei, drei Sachen einfach da in das Minibike. Hatte ich den nicht auch schon gerade am Mann? Ach nee, ich weiß aber warum. Den habe ich oben gelassen, genau, das war's. Ja, wie gesagt, pass mal auf, hier raus machen wir auch direkt mal ein Duct Tape. Klebstoff können wir uns immer herstellen, Duct Tape haben wir am Mann. Das passt schon, ne, ist so okay. So, wie gesagt, ich verabschiede mich für heute aus der Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder. Dann looten wir hier noch ein bisschen weiter. Ich fahre schon mal ein Stückchen weiter vor. Hier die Garagen auch auf jeden Fall und das Häuschen hier. Die beiden Zombies da, die werden wir auch noch wahrscheinlich wegknüppeln. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier ein paar Hühner finden, weil eigentlich habe ich auf Hasenjagd gerade keinen Bock. Dementsprechend, ich verabschiede mich für heute. Bis morgen, macht's gut. Tschüss.